Also, danke Kai für die Anmoderation. Also, wie gesagt, mein Name ist Stefan Kreuzer, Geschäftsführer der Firma Lipa, sitzen im schönen Frankfurt im Tower One mittlerweile, kommen ursprünglich, also nicht gebürtig, aber wohnen in Hanau, hatten da früher unser Office und sind jetzt vor ein paar Monaten, Anfang Januar, dann nach Frankfurt gegangen und war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Schönes Gebäude, kann ich jedem empfehlen, da mal vorbeizukommen, direkt neben dem Skyline Plaza. Und operieren von da aus und auch weltweit, weil wir auch Kollegen haben, die wirklich weltweit dann auch da sitzen und dementsprechend da verschiedene Lösungen für die verschiedenen Kunden auch präsentieren. Genau, so ist das Thema heute. Ich kann so ein bisschen auf der Tonspur machen. Ich habe zwar ein paar Folien mitgebracht, aber kann auch so ein bisschen erzählen, wie wir das aktuell machen, was wir auch tun. So selber ist eine Software-Applikation, beziehungsweise ganz viele, ja, in Summe über 60 Business-Applikationen für die verschiedensten Bereiche, die in so einem Unternehmen vorhanden sind, ne, von Marketing, Vertrieb, HR-Bereich, IT, Personal, also alles, was so ein Unternehmen halt braucht, ja, bietet das Soho an. Und wir machen im Endeffekt relativ simpel, wir machen die Beratung zu den verschiedenen Applikationen, wir machen die Implementierung, die Individualisierung und den Service. Ja, das heißt, wir haben einfach gemerkt, dass die meisten unserer Kunden ja nicht nur eine Software einkaufen möchten, sondern die wollen das Ganze auch sauber betrieben bekommen, auf die Prozesse, die im Unternehmen halt stattfinden, angepasst zu werden. Und das ist das, was wir in einem Team halt dementsprechend dann machen. Genau. Und das Ganze ist einmal deutschlandweit. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur auf die Rhein-Main-Region begrenzt, sondern dementsprechend deutschlandweit. So selbst, wer es noch nicht kennt, ja, wird immer stärker in der Präsenz, auch hier in Deutschland, ist ein ursprünglich indisches Unternehmen, seit über 25 Jahren auf dem Markt aktiv, mittlerweile in 190 Ländern vertreten, haben über 500.000 Unternehmen, die sie betreuen, mit über 80 Millionen Nutzern. Und es kommen aktuell so pro Jahr etwa 12 Millionen neue Nutzer hinzu. Also eine sehr, sehr mächtige Plattform, die da mittlerweile aufgebaut worden ist. Und wir machen, wie gesagt, dann hier aus Deutschland heraus die Vertretung. Was ist das Kernproblem? Ja, und das ist eigentlich dann, wo wir auch immer starten und auch aufzeigen. Und das kennt eigentlich fast jeder selbst, ist einfach dieser Wust an verschiedenen Applikationen, die ein Unternehmen heute hat. Ja, die alles von verschiedenen Herstellern sind, die nicht miteinander sprechen, die lizenziert werden müssen. Man muss die Übersicht behalten, man muss die ganzen Applikationen anbinden. Ja, und das ist dann nicht nur der reine Software-Lizenzpreis, den man dann pro Applikation zahlt, sondern vor allem dann, sag mal, was dahinter steckt, nämlich die ganzen Schnittstellenanbindungen, das Ganze zu warten, das Ganze zu aktualisieren mit verschiedenen Datenbanken. Und das natürlich, ich sag mal, wenn man jetzt keine riesen IT-Mannschaften hat, die das Ganze dann auch abbildet, natürlich gerade für den Mittelstand dann auch teuer. Ja, und dann überlegt man halt dreimal, investiere ich jetzt wieder in neue Software oder aber investiere ich das vielleicht in die nächste Maschine, ja, je nachdem, aus welcher Branche man halt kommt. Und das ist im Endeffekt genau das, was das Problem oder Kernproblem von Soho löst, dass man halt sagt, man hat nicht mehr die verschiedensten Hersteller mit verschiedenen Anwendungen, sondern das Ganze kann man halt aus einer Software-Suite bekommen. Auch modular aufgebaut, das heißt, man muss da nicht alles auf einmal nehmen, sondern kann wirklich, ich sag mal, mit den Anforderungen, die man so im Unternehmen hat, dementsprechend dann nutzen. Ja, wir haben so ein paar verschiedene Praxisbeispiele von kleinen Unternehmen, von großen Unternehmen, von Branchenlösungen, die wir auch jetzt mittlerweile auch gebaut haben. Und aber das Kernproblem ist eigentlich immer, wie gerade beschrieben, immer das Ähnliche und das Gleiche. Ja, und das, was wir versuchen zu lösen. Ne, oftmals kommen auch Kunden und sagen, ja, wir haben erstmal nur ein vertriebliches Thema, ja, wir brauchen ein neues CM-System, unseres ist schon total alt, wir haben alte Software im Haus, die möchten wir gerne ablösen, habt ihr da was? Und dementsprechend können wir dann über Einzelanwendungen auch erstmal den Start machen und dann über die verschiedenen Bereiche halt wachsen. Und interessanterweise sind es dann oftmals diese Prozessabläufe, ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein tolles CM-System, das ist toll, ich möchte meine Kontakte verwalten, aber gleichzeitig möchte ich natürlich auch Marketing damit betreiben. Ich möchte die Person einladen, ich möchte Newsletter machen. Also auch das, was der Kai im Endeffekt natürlich auch mit der ganzen Netzwerk-Community BVMW auch macht.
ne, und das Ganze möglichst maximal automatisiert abbilden. Ja, und da kommt man halt oft schon an die Grenzen, dass man dann sagt, okay, jetzt brauche ich wieder das nächste Tool, muss das wieder anbinden, muss gucken, dass das irgendwie lizenztechnisch alles passt. Und das ist genau das, was wir vom Schmerz halt lösen wollen. Ja, und oftmals sind es halt, wie gesagt, die Verkettungen dann der verschiedenen Applikationen, wo wir sagen, okay, CRM, dann vielleicht Projektmanagement ist auch eine Anforderung, die man halt hat, und das Ganze auch wieder abzurechnen, also buchhaltungstechnisch eine Rechnung zu stellen, das Ganze für den Steuerberater vorzubereiten, etc. Und das, wie gesagt, das können wir halt im Kleinen machen, bei einem ganz kleinen Unternehmen. Das kann theoretisch ein Ein-Mann-Unternehmen sein, der einfach selbstständig ist und möchte seine komplette Organisation damit abbilden, bis aber auch zu großen Unternehmen, die ja konzerntechnisch, ich glaube, so die größten Installationen sind mittlerweile 30.000 Nutzer auf verschiedenen Instanzen, dementsprechend auch darüber abzubilden. Ja, und das ist das auch, was wir halt oft erleben und auch der Mehrwert oft von so ist, diese Individualisierbarkeit auf die jeweilige Branche, auf den verschiedenen Case, den man halt hat. Ja, das heißt, es ist kein starres System, sondern es ist wirklich eine Lösung, die anpassbar ist auf die verschiedenen Anforderungen, die halt ein Unternehmen hat. Weil klar, man kommt vielleicht aus der gleichen Branche, aber die Anforderungen sind doch öfters mal im Detail halt unterschiedlich oder der Prozess ist so leicht anders oder bestimmte Felder, bestimmte Informationen müssen halt übertragen werden. Und das sind genau die Dinge, wo man dann halt reingehen kann und sagen kann, okay, kann ich es trotzdem mit so abbilden, weil es halt anpassbar ist und das ist genau das dann, wo wir dann auch mit unterstützen. Das heißt, da ist, wie gesagt, der Kunde nicht alleine, sondern gibt das quasi an uns und wir können das halt auch dann dementsprechend dann umsetzen. Genau. Des Weiteren gibt es auch, und das haben wir auch öfter mal in Projekten, ganz spezielle Anforderungen, was vielleicht mit den Standardwerkzeugen, die so zur Verfügung stellt, gar nicht abzubilden ist. Und dafür gibt es dann, die App nennt sich so Creator, einen eigenen Werkzeugkasten, wo man dann auch eine komplett eigene individuelle App dann auch entwickeln lassen kann. Ja, entweder mit uns oder auch alleine, je nachdem, was die Anforderungen sind. Wir haben zum Beispiel die Fraport Skyline, das ist ein Kunde von uns hier in der Rhein-Main-Region, Basketball-Bundesliga-Verein, die haben sich so eine Verletzten-App zum Beispiel dann gebaut. Ja, das ist sowas, was kriegt man nicht auf dem Markt, ja, und auch nicht so detailliert, wie man das genau braucht, sondern im Endeffekt bauen die sich das dann so, wie sie es halt für den jeweiligen Anwendungsfall halt dann auch brauchen. Und das Ganze halt auch alles nach Datenschutzbestimmungen konform, sodass man da auch, was das Thema angeht, wenn man gerade eine eigene App irgendwie baut und dann auch diese ganzen Sachen theoretisch noch beachten müsste, dann halt nicht mehr beachten muss, weil das halt schon vorgefertigt im Baukastensystem halt vorhanden ist. Und das sind so kleinere Beispiele, ja, die wir halt dementsprechend haben. Wir haben jetzt auch als Beispiel jetzt für Steuerkanzleien haben wir eine Lösung gebaut mit einer Dativ-Anbindung, um einfach auch den Steuerkanzleien zu helfen. Ja, weil die haben sehr, sehr viel Workload, war ja auch im Einladungstext mit dabei, sehr viel Workload. Ich meine, jeder Unternehmer ist bei einer Steuerkanzlei an sich. Man weiß, wie viel Volumen die da haben und wie viele Mandanten die betreuen. Und das sind genauso Dinge, wo wir dann mit den SOHO-Werkzeugen einfach die Prozesse beschleunigen können, Dinge automatisieren können und denen einfach in den Alltag dann auch helfen, dann diesen ganzen Workload, der da so sich auftut jeden Tag, dann halt auch bewältigen zu können, ohne dass ich dann gleichzeitig wieder mehr Mitarbeiter brauche, weil das ist das, was sie auch nicht haben. Ja, also die klauen sich teilweise untereinander die Mitarbeiter, weil es einfach nicht genug gibt. Ja, und also was, ne, also die kriegen halt keine oder kriegen nicht mehr Leute. Und die einzige Chance, die halt da ist, ist dann halt zu digitalisieren. Ja, und da sind wir jetzt gerade dabei, das jetzt auch weiter zu forcieren, um halt Branchenlösungen zu machen. Ja, das ist so ein weiterer Bereich. Wir haben es selber aufgeteilt, die SOHO-Lösung in Essentials, also Unternehmen, die vorher noch kein SOHO hatten, da auf die Anforderungen drauf einzugehen, zu schauen, was sind denn jetzt konkret die Schmerzen, die das Unternehmen hat, in welchem Bereich auch immer. Ja, schauen uns das gemeinsam an, erarbeiten dann auch gemeinsam eine Lösung, rollen das Ganze mit den Standardwerkzeugen aus, passen das auch an die jeweiligen Prozesse. Und dann gibt es oftmals auch die zweite Anforderung, wir nennen es bei uns selber Advanced. Das sind alles so Themen, dass es natürlich integriert wird in die bestehenden Strukturen. Das heißt, es ist keine Silo-Lösung und wird irgendwie wieder separat behandelt, sondern wir haben natürlich auch viele Anforderungen und Kunden, die dann trotzdem noch andere Tools haben, die aber total wichtig sind für den laufenden Betrieb. Und dann muss halt geschaut werden, kann ich dann über Schnittstellen, das stellt SOHO dementsprechend auch alles zur Verfügung, das Ganze auch zu integrieren in die bestehenden Strukturen. Ja, da ist manchmal Entwicklung erforderlich. Ja, manchmal ist auch vom Haus aus, gibt auch fertige Applikationen oder Drittanbieter-Apps, die das auch schon ermöglichen. Und da gucken wir halt einfach immer gemeinsam dann drauf,
was ist davon wie zu integrieren. Ja, das ist so der typische Prozess. Und am Ende geht es oftmals um die Prozesse, die sich anzuschauen, zu gucken, okay, wie ist es heute und wie können wir das Ganze verbessern, automatisieren, beschleunigen oder gewisse manuelle Aufgaben auch komplett wegnehmen, so dass man dann sich auf vielleicht interessantere Kernaufgaben dann auch konzentrieren kann, was halt so eine Software dann vielleicht automatisiert abbilden kann. Das Ganze ist unterfüttert mit Analytics, Software, KI. Ja, das heißt, man kann auch über verschiedene Bereiche Analysen fahren. Das betrifft dann nicht nur die SOHO-Applikation selbst, sondern eigentlich alle Daten, die im Unternehmen vorhanden sind, können dementsprechend eingebunden werden, kann darüber Reports erstellen, Dashboards erstellen, so Cockpits, ne, für die verschiedensten Unternehmensbereiche. Und dadurch, dass SOHO ein sehr attraktives, preislich attraktives Lizenzmodell hat, kann man auch für sehr schmales Geld im Endeffekt sein komplettes Unternehmen mit allen Varianten, die die Software dann zur Verfügung stellt, dann ausstatten, ohne wieder zu limitieren, sagen, okay, ja, der Mitarbeiter, der hat einen Zugriff, der andere wieder nicht, obwohl das eigentlich bräuchte, aber es wäre wieder zu teuer. Ja, also die ganzen Spielchen, die man da so hat, was so Software-Lizenzkosten angeht. Und das kann man halt, wie gesagt, mit so sehr, sehr gut dann abbilden. Wir haben Kunden, die das Ganze nutzen für Projektmanagement. Ja, auch da gibt es dementsprechend die Applikation. Ganz viel Zusammenarbeit, ja, Videokommunikation, interne Kommunikation, Außenkommunikation mit Videomeetings, Chat, also alles, was so Kommunikationsthemen sind, wird abgebildet. Wir haben ein Ticketing-System, auch da haben wir Kunden, die ja, Tickets, auch gerade die Steuerkanzleien, da kommen halt dann die Fälle, die Mandantenanfragen rein und das wird dann ganz in ein Ticket umgewandelt, sodass das ja dann professionell, nachhaltig dann auch bearbeitet wird. Wir haben ganz viele Kunden, interessanterweise auch aus dem Personalbereich. Das heißt, ein HR-Suite ist auch komplett dabei, inklusive kompletten Recruiting-Prozess. Auch das kann abgebildet werden. Wir haben auch Themen wie Vertragsmanagement, solche Dinge. Ja, Office, also komplette Mail-Applikationen, Alternative zu Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint. Auch das ist dementsprechend gegeben. Wir haben Kunden aus dem Weiterbildungssektor, die das Ganze für Außen- und Weiterbildungsbereiche übernehmen. Und ja, also wie gesagt, es ist ein großer Blumenstrauß. Und die Anforderung ist halt immer zu gucken, okay, wo fängt man an? Wo ist der Schmerz eigentlich so am größten? Ja, was ist vielleicht auch schnell umsetzbar? Weil ich finde persönlich, Digitalisierung soll auch irgendwie Spaß machen und nicht irgendwie nur so einen großen Block darstellen, wo man irgendwie Angst vorkriegt. Ja, sondern soll einfach gemeinsam gucken, wo ist was, was man vielleicht auch relativ schnell umgesetzt bekommt. Ja, wir haben als Beispiel, hatten hier die Skyliners, die hatten immer das Thema, dass sie Marketing-Mails rausgeschickt hatten und der E-Mail-Verteiler, da wussten sie nicht, dass die E-Mail-Adressen noch existieren. Ja, so dann haben sie halt so eingeführt und nach 5 Minuten war halt der Mehrwert da, weil sie dann die Newsletter rausgeschickt haben und haben halt gemerkt, dass da die Hälfte irgendwie gar nicht mehr ankommt. Ja, und dementsprechend konnten sie das dann direkt optimieren, ja, und dann auch die Qualität des Versendens an Newslettern halt rausschicken. Das war so, pardon, zu Mailchimp, aber halt integriert in die anderen Lösungen. Das sind so manchmal auch kleine Dinge, die aber trotzdem so das Leben dann vereinfachen. Es muss nicht immer komplett das ganz große Rad sein, ja, und es muss auch nicht komplett alles auf einmal umgestellt werden, sagen, okay, ich muss jetzt alles von SOHO nehmen, sondern wir haben auch Kunden, die sagen, ja, ich möchte bei Microsoft Office bleiben, brauche aber ein CRM-System. Ja, und dementsprechend kann das dann so eingebaut und genutzt werden, wie man es halt dementsprechend braucht. Ja, und das ist so, wie wir oft an die Sachen rangehen. Und heute, wie gesagt, wollten wir euch das einfach so ein bisschen präsentieren. Ich könnte auch gleich noch ein bisschen auf die Live-Umgebung drauf gehen, sodass ihr auch einfach mal die Applikation seht, um einfach ein Gefühl dazu bekommen. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach zu benutzen, sehr bedienerfreundlich. Und ich sag mal, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das sind so 5% gewesen. Es gibt natürlich noch ganz viel Tiefe und ganz viele Detailthemen. Und das würde natürlich jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber für mich ist einfach, war halt der Ansatz zu sagen, ja komm, wir zeigen euch einfach mal eine tolle, innovative Softwareplattform, die bezahlbar ist, die sicher ist und mit der man, ich sag mal, auch skalierbar. Also man kann mit einem User starten oder 10 oder 100 und kann halt je nachdem, was man halt braucht, dann dementsprechend konsumieren. Und das macht es halt sehr flexibel und nicht so starr, wie man das vielleicht auch historisch auch kennt, was Software-Lizenzen angeht. Ja, Kai? SOHO ist so einfach,
dass man eben auch als kleines Unternehmen damit starten kann. So hast du es ja dargestellt. Aber es kann auch für große Unternehmen sehr interessant sein. Dass man Lizenzkosten sparen kann, ist sicherlich ein Argument. Dass man vielleicht aber auch in großen Unternehmen Teilbereiche auf einer grünen Wiese, auf der Zoho-Technologie-Plattform quasi anfängt umzusetzen. Weil ich denke, auch in großen Unternehmen lässt sich im Bereich der Digitalisierung noch unglaublich viel nach vorne bringen. Wie sind denn deine Erfahrungen bei den kleinen und bei den großen Unternehmen bisher? Ja, es gibt alles, ne? Also es gibt Unternehmen, die sind total weit, und es gibt natürlich Unternehmen, gerade wenn man zum Beispiel Steuerkanzleien nimmt, die sind teilweise noch nicht so weit, ja, weil es auch eine traditionelle, historisch ja, lange existierende Branche auch ist. Also da muss man mal individuell reinschauen. Fakt ist, so ist skalierbar, ja, ob das jetzt ein kleines Unternehmen ist. Also wir haben den tollen Mehrwert, als Beispiel, man kriegt für einen User so One, wo wirklich 45 Applikationen in einem drin sind, für 37 Euro im Monat und kann quasi sein eigenes Unternehmen als Einzelunternehmer komplett darauf abbilden. Ja, also das ist ein riesen Value oder Wert für sehr, sehr schmales Geld, wo man vielleicht vorher 6, 7, 8, 9 verschiedene andere Applikationen gebraucht hätte. Und das ist natürlich schon ein direkter Mehrwert. Bei den größeren Unternehmen, klar, es gibt das so, selbst ist mandantenfähig auf verschiedenen Applikationen, ne, und dann, dass man guckt, okay, wie verhält sich das dann über verschiedene Regionen vielleicht auch. Und da, sag mal, gerade was so CRM-Themen angeht, da gibt es gar nicht mehr so viele Spieler, die auch wirklich Großkonzerne sauber abbilden können. Ne? Da gibt es ja so Microsoft, Salesforce etc., so die üblichen Bekannten. Und da spielt halt auch so trotzdem eine Rolle. Ja, und kann auch auf der Ebene, in der Liga dementsprechend auch Lösungen zur Verfügung stellen. Und da muss man natürlich auch genau reingucken. Wir haben auch ganz viele Migrationsprojekte, ne, wo wir Daten dann natürlich auch rüberziehen auf die SOO-Plattform. Und ja, das sind im Endeffekt Projektthemen, die wir dahinter stehen haben. Und dann gemeinsam mit dem Kunden auch eine Roadmap dann halt auch bauen, das Ganze halt auch sauber umzusetzen. Passt. Zoho kann man ja verwenden am Rechner, aber Zoho funktioniert auch wunderbar über Apps. Es ist ja heute wichtig, dass man seine Daten auch in der Hosentasche hat und überall letztendlich an die Daten herankommt, die man auch braucht, wenn man vielleicht nicht am Schreibtisch sitzt. Genau, also wie gesagt, Zoho selbst ist webbasiert. Das heißt, das Einzige, was man theoretisch bräuchte, wäre ein Internetbrowser. Zoho hat sogar einen eigenen, ja. Basiert auf Chrome, auch gerade gelauncht, mit besonderen Sicherheitsfunktionalitäten. Aber es gibt für sämtliche Applikationen, sowohl für mobil als auch für den Desktop, dann auch nochmal Installationsmöglichkeiten oder Apps dann halt für Mobilgeräte auf beiden Plattformen, iOS oder Android. Ja, auch da dementsprechend alles da. Und auch alle Berechtigungsthematiken, die gerade auch so ein größeres Unternehmen hat mit Active Directory-Anbindung, also Einbindung der ganzen Nutzer, so Passwortmanagement, Zwei-Faktor-Authentifizierung, also das sind jetzt alles schon so ein paar Details. Aber alles wurde halt dementsprechend daran bedacht. Ja? Also auch das ganze Thema Sicherheit. Ne? Wir haben als Beispiel auch ja, Rechtsanwälte, die auf Datenschutz spezialisiert sind. Ne? Die nutzen zum Beispiel so Kampagnenmanagement von Zoho. Die haben natürlich alles geprüft, ja, und da hat so sehr, sehr gut abgeschnitten. Da gab es keine Mängel, wo sie Sorgen hatten, was mit den Daten ist. Und das ist natürlich deren Spezialgebiet, ich war auch ein bisschen nervös, aber das haben die ganz gut hinbekommen. Das heißt, alle Sicherheitszertifikate, komplette Transparenz, was das Thema Sicherheit auch angeht. Also wir können wirklich sagen, das, was maximal sicher ist, wir erweitern es sogar noch. Wir nennen es bei uns Sicherheit Plus. Ne? Das heißt, wir können das mit so einem VPN-Dienst, falls man das noch nicht hat, oder so einen Hardware-Schlüssel, den habe ich auch als Beispiel. Hier ist so ein kleiner Schlüssel. Ne? Das Ganze auch nochmal zusätzlich absichern, sodass man wirklich ich sag mal, das Maximals an Datensicherheit hat. Die Server selbst stehen in Amsterdam, ne? Wird selbst betrieben. Das ganze weweltweite Netzwerk, in Summe gibt es über 6 Data Center global. Und wie gesagt, über 80 Millionen Nutzer, 500.000 Kunden, die da drauf laufen und sehr skalierend, ist sehr schnell. Ich meine, Kai, du nutzt es ja auch tagtäglich und man hat da auch keine Performance-Engpässe. Und dadurch, dass es halt rein browserbasiert ist, merkt man auch da schon auch ja, tolle Geschwindigkeitsvorteile. Absolut. Ich würde gerne nochmal von denen, die jetzt heute als Teilnehmer dabei sind, im Chat gerne hören, ob Sie Anfänger sind, dann gerne mal eine 1 in den Chat schreiben. Wenn man Profi ist in dem Bereich Digitalisierung und schon fortgeschritten ist, vielleicht auch Zoho schon einsetzt, gerne eine 2 mal reinschreiben.
Ich glaube, es ist unglaublich spannend, wenn wir hier wertvolle Informationen teilen, auch Rückmeldungen zu kriegen, wo die einzelnen Personen denn jetzt sind. Weil im zweiten Teil unserer jetzigen Online-Veranstaltung geht es gleich nochmal um ein Thema, das für Fortgeschrittene auch besonders spannend ist. Es ist aber auch wichtig, wenn man vielleicht am Anfang steht, zu wissen, auf was man auch achten kann oder achten sollte, wenn man entsprechend anfängt mit dem Thema Digitalisierung. Also ich sehe jetzt hier 1 bis 2, 1,5, wunderbar. Ich selbst habe vor vielen Jahren angefangen, mich mit dem Thema CRM zu beschäftigen. Bei Zoho ist CRM sicherlich einer der wichtigen Bausteine. Und das, was der Stefan auch gesagt hat, dass man von dem Baustein CRM in die anderen Bereiche, ohne dass man Schnittstellen hat, Dinge tun kann, Dinge automatisieren kann, das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil von Zoho. Stefan, du zeigst noch was. Was zeigst du uns? Ja, genau. Bevor wir jetzt dann zu Markus rüberwechseln, ich wollte es einfach noch mal kurz zeigen, ne? Weil das eine ist natürlich so hören und dann denkt man, okay, wie sieht das jetzt aus? Ja, also das ist jetzt so One-Oberfläche. Das ist, ich sag mal, da die Suite, wo alles drin ist. Es gibt auch noch Abteilungspakete und halt, wie gesagt, die Einzelapplikation. Das ist jetzt das Zoho One, ja, wo hier die verschiedenen Apps sind. Die kann man auch dann pro Mitarbeiter dementsprechend dann freischalten mit den verschiedensten Berechtigungen. Ne? Was darf der sehen? Was darf der machen pro jeweilige Applikation? Und wir haben das dann unter mehr Apps, haben wir das mal für uns so ein bisschen strukturiert. Das heißt, man kann das auch das individuell gestalten. Und haben halt hier die verschiedenen Applikationen. Ne? Also das geht hin zu Webseiten, die man auf Basis von Zoho machen kann, Kampagnenmanagement, dann CRM, Umfragen, Webseiten-Analytics, ein E-Commerce-Store ist da, dann Sales-Chat, Social-Media-Management, Marketing-Automation, Formulare, Inventory-Management, also alles, was so Vertriebs- und Marketing-Themen angeht und das Ganze halt übergreifend. Und das geht dann halt dementsprechend hier weiter. Und wichtig ist halt hier, man kann das, man lizenziert das, kann aber das, je nachdem, was der Mitarbeiter für seinen Arbeitsplatz halt braucht, dementsprechend dann freischalten und administrieren. Ja, und das macht halt dementsprechend dann Spaß, weil man das halt, wie gesagt, auf einer Plattform hat. Das heißt, man kann jetzt hier draufgehen, auf CRM als Beispiel, und kann sich das dann, ist dann jetzt hier drin, und kann sich dann auch diese einzelnen Rubriken, Kontakte, also alles, was so ein CRM halt mit sich bringt und noch viel mehr, was der Markus dann auch gleich noch dann zeigen wird, dann dementsprechend dann auch dann darstellen. Das Schöne ist, man kann das auch designtechnisch so anpassen, wie man das braucht. Und als Beispiel, wir haben hier Zoho CRM Canvas. Ja, das ist auch eins der ersten Tools, die, okay, Moment, das ist wegen diesem Incognito-Modus, Moment. So. Zoho CRM Canvas. Kann das dementsprechend dann auch nochmal anpassen, haben wir jetzt auch die ersten UX-Designer bei uns auch im Team, die dann so eine CRM-Applikation, die erstmal so, ja, so klassisch aussieht, ne, wie man es so ein bisschen kennt von vielen anderen Werkzeugen, wo man dann in Kontakte reingeht und eher so klassisch aussehen, wobei das sehr funktionell und intuitiv auch zu bedienen ist, kann man dann halt für seinen jeweiligen Anwendungsfall halt auch schön machen. Ja? Also hier ist so ein Beispiel, hier sieht es halt so aus wie vorher und danach halt dementsprechend so ein bisschen anders, je nachdem, wie man das halt braucht. Also das ist sehr individualisierbar. Und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass es nicht ein starres System ist, wo man sich den Prozessen des Systems anpassen muss, sondern man kann das so gestalten, wie man das halt dann für seinen eigenen individuellen Fall oder seiner Branche dann halt auch braucht, inklusive auch Branddesign. Also wir haben jetzt ganz neu auch einen kompletten Branddesign. Das heißt, wir unterstützen da auch komplett das so designtechnisch auf, ja, das Unternehmensbranding so anzupassen, dass von Marketingunterlagen, internen Werkzeugen, dass es halt so aussieht im Look and Feel vom Unternehmen und wie der Kunde das halt dementsprechend auch braucht. Ne, also das ist jetzt, wie gesagt, so die Oberfläche. Das Schöne ist, man hat ja auch so ein Dashboard, ne, aus den verschiedenen Werkzeugen dann. Das kann auch dann für die einzelnen Bereiche zur Verfügung gestellt werden, als Beispiel Vertrieb. Er hat ein anderes Dashboard als Marketing, wo dann, ich sag mal, aus den verschiedenen Tools, die man dann hat, dann ein persönliches Dashboard dann erstellen kann. Ja, und das, wie gesagt, ganz, ganz viele Apps. Ja, und ich würde mich natürlich freuen über jeden, der sagt, okay, das war interessant, dass man da nochmal dann Gespräche aufnimmt und dann wirklich individuell schaut, was so vielleicht dann auch machen kann. Da genau. Haben wir doch den richtigen Rahmen. Am 17., das ist der dritte Mittwoch im Monat, haben wir
jeden Monat ein Netzwerktreffen am Frankfurter Flughafen und wir haben vor 2 Monaten den sogenannten Zoho Roundtable gestartet. Dort ist genau der Ort, wo man hinkommen kann, wenn man Anwender ist, wenn man Fragen hat, wenn man vielleicht noch gar nicht sicher ist, ist Zoho für mich das richtige Produkt. Dort trifft man dann den Stefan oder auch den Markus oder andere, die sich schon länger mit dem Thema Zoho beschäftigen. Ich bin natürlich auch immer da und ihr könnt euch auch gerne anschauen, wie ich mit Zoho und mit dem CRM-System und den anderen Tools arbeite. Ich habe so ein paar Ideen, was ich jetzt auch zukünftig noch mit der Zoho-Technologie-Plattform entwickeln möchte oder nutzen möchte. Ich bin ja Anwender, ich bin ja nicht der Programmierer, freue mich aber immer, wenn ich im Netzwerk Unternehmen habe, die sich auch tief in der Technik damit auskennen. Dann frage ich auch lieber, als dass ich mich da hinsetze und probiere das selbst aus. Wir kommen jetzt in dem zweiten Teil zu dem Thema der Datenqualität. Klar, in einem CRM-System, und da stecken natürlich die Kundendaten drin oder die Leads, die ihr entsprechend auch für euch sammelt. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Daten möglichst optimal sind. Wenn ich mir meine Kontaktdaten, die ich jetzt habe, ich habe ungefähr so 40.000 Kontakte im CRM-System von Zoho, da sind natürlich viele, die veralten. Jemand gibt mir seine Visitenkarte, ich übernehme die in das CRM-System und stelle dann fest, nach 2 Jahren, die E-Mail kommt nicht mal bei ihm an. Das wird einfach zurückgewiesen. Dann weiß ich, okay, der ist vielleicht nicht mehr in dem Unternehmen, wo er mal war, als er mir die Visitenkarte gegeben hat. Und es gibt Möglichkeiten, wie man die Datenqualität in seinem bestehenden CRM-System oder in einem neuen CRM-System, was man aufsetzt, wie man die Datenqualität von vornherein quasi verbessern kann. Und das ist das, was der Markus jetzt uns noch vorstellt. Lieber Markus, bitteschön. Danke, Kai. Ich übernehme gerade mal den Bildschirm, wenn ich darf. Bildschirm, das müsste der richtige sein. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja, also danke für die Anmoderation. Danke, dass ich auch einen Teil heute hier beitragen kann. Ich möchte das Thema ein bisschen spezifizieren. Wir haben in der Einladung Unternehmen erfolgreich digitalisieren mit der Zoho-Technologie. Ich möchte einen etwas engeren Fokus legen auf das Thema Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Mit, so wie es der Kai eben schon gesagt hat, mit unserem Dienstleistungsportfolio, wo wir auf dem Thema Data Quality zunächst ansetzen und auch mit unserer M&L-FIS-Lösung, FIS bedeutet bei uns Vertriebsinformationssystem, auf der Basis der Zoho-CM-Technologie, denken wir, dass wir eine perfekte Kombination für Ihren Erfolg haben. Ich würde gerne mit einem Bild starten und fragen, erinnern Sie sich noch? Kennen Sie diesen jungen Mann noch? Heute vielleicht nicht mehr ganz so jung. Das ist der Carl Lewis. Ja, der Carl Lewis war in den 80ern und 90ern die Ikone im 100-Meter-Sprint und im Weitsprung. Mehrfacher Olympiasieger, mehrfacher Weltmeister und eigentlich der schnellste Mann der Welt. 1995 hat der Carl Lewis mit Pirelli eine Werbekampagne aufgesetzt. Und die heißt Power is nothing without control. Und wir sehen hier diesen, den schnellsten, seinerzeit den schnellsten Mann der Welt. Wir sehen ihn hier mit roten Pumps anstatt seiner Turnschuhe. Was will ich damit sagen? Der Carl Lewis ist Ihr CRM-System. Das System ist voller Power mit Analysen, Auswertungen und so weiter. Aber wenn die Daten, die dahinter liegen, nicht richtig sind, dann wird das System seine Macht nicht ausspielen können. Das heißt also, wenn wir den Carl Lewis hier mit den Stöckelschuhen loslaufen lassen, dann wird er sich nach 3 Metern wahrscheinlich die Füße brechen und jeder von uns wird schneller sein als er. Wenn wir ihn aber mit den richtigen Turnschuhen, also mit den richtigen Daten quasi in unserer Sicht gesprochen, bestücken, dann ist der Mann unschlagbar. Das ist das kleine Bild, was ich mitgeben wollte. Kurz zu uns. Wir sind eine strategische Unternehmensberatung. Wir sind im 30. Gründungsjahr mittlerweile. Wir sind Inhaber geführt und unsere Mission ist, unsere Kunden erfolgreicher zu machen. Wir haben eine ziemlich breite Produktpalette von der Beratung, Entwicklung, Betrieb bis zum Hosting und haben sogar ein angeschlossenes IT-Systemhaus. Mein Name ist Markus Kessler. Ich bin Senior Consultant für Smart Data Solutions hier im Haus.
bin Berater aus Leidenschaft und M&Ler der ersten Stunde. Wir haben eben darüber gesprochen. Ich habe es ein bisschen erweitert. CRM Power is nothing without excellent data. Das heißt also, das CRM-System, ist unsere Ansicht, das CRM-System, das beste CRM-System kann mit Analysen, Berichten, Auswertungen, Dashboards, alles, wie es uns der Stefan eben gezeigt hat, natürlich nur so gute Ergebnisse liefern, wie die Daten, die darin gespeichert sind, das auch zulassen. Wenn also die Daten veraltet sind, ungepflegt, nicht duplettenfrei, nicht konsolidiert, ja, dann werden mittels der Analysen des Systems selbstverständlich Ergebnisse rauskommen mit bunten Bildern, mit tollen Layouts, aber die entscheidende Belastbarkeit, auf der Basis Sie strategische Entscheidungen treffen können, die wird nicht vorhanden sein. Das heißt also, wenn Sie für Marketing und Vertrieb, wenn Sie für die Kampagnensteuerung, wenn Sie für Up- und Cross-Selling-Aktionen oder Marktoffensiven aus dem System heraus mit soliden Daten arbeiten, dann kommen auch die entsprechenden Ergebnisse heraus. Und hier wollen wir eigentlich mit unserer Beratung ansetzen und mit unserer Expertise, um aus den Daten an sich erstmal aus den Daten qualitative Daten zu machen und auf der Basis dann das volle Power des Systems auszuspielen. Das muss nicht zwangsläufig ein Zoho-CRM-System sein. Dieses Vorgehen eignet sich auch für andere CRM-Systeme oder für Datenbestände des Kunden insgesamt. Es geht darum, einfach mehr Einblicke und mehr Struktur in die Kunden zu bringen und dann ganz neue Erkenntnisse auch zu erreichen. Wir sehen es hier unten, das CRM-System. Jetzt haben wir hier so einen kleinen bunten Blumenstrauß, was alles aus unserer Sicht darauf einzahlt, dass dieses System auch diese wertvollen Ergebnisse liefern kann. Wir kennen den deutschen B2B-Markt und damit beschäftigen wir uns schon viele Jahre. Und hier möchte ich kurz ein bisschen ins Detail gehen. DQM, das klassische Data Quality Management, das heißt also die Bestandsdatenanalyse und Veredelung. Ich habe es hier mal mitgebracht, wie wir Ihre Daten vertriebsfit machen. Wir starten hier oben, indem wir Ihre Daten erstmal identifizieren. Dann werden wir sie durch eine entsprechende Referenzdatenbank im Hintergrund, die alle wirtschaftsaktiven Unternehmen in Deutschland beherbergt. Das heißt, wir identifizieren die Daten. Wir stellen eine aktualisierte Datenhaltung sicher. Das heißt, richtige Adresse, richtige Postleitzahl, richtige Hausnummer, richtige Firmierung. Wenn wir in diesem Zuge erkennen, dass Daten von Ihnen veraltet sind, dann werden die aktualisiert. Wenn wir erkennen, dass hier vielleicht Insolvenz- oder Löschvermerke sind, dann geben wir die natürlich auch weiter, weil das wichtige Informationen sind, auch für Ihre tägliche Vertriebsarbeit. Wenn Sie eben die Information erhalten, dass ein Unternehmen ein Insolvenzvermerk hat, dann ist die Frage, ob Sie vielleicht Ihre Produkte auf Rechnung dem Kunden liefern oder vielleicht hier nochmal eine Rückfrage stellen. Das nächste Thema ist, wenn wir das einmal aktualisiert haben und top aktuell haben, dann wollen wir natürlich auch einen Blick darauf legen, sind die Daten eindeutig? Wir kommen hier zum Thema Doublettenbereinigung. Doublettenbereinigung, das wird oft ein bisschen belächelt. Naja, wenn ein Unternehmen zweimal drin ist, dann sehe ich das ja. Das ist wohl richtig. Aber es geht nicht nur um die direkt ersichtlichen Doubletten, sondern es geht auch um die Doubletten, die Sie nicht direkt erkennen können, weil das die Firma zwei, drei Mal im Unternehmen drin ist, weil die Firma umgezogen ist, weil sie umfirmiert hat und immer wieder irgendwie ein neuer Datensatz angelegt wurde und Sie heute gar nicht mehr in der Lage sind, wenn Sie nicht die Historie des Unternehmens anschauen, zu erkennen, dass das wirklich ein und dieselbe Firma ist. Das heißt also, in diesem Schritt eine Doublettenbereinigung, um dann im nächsten Schritt auch die KPIs und die Umsätze pro Kunde, die Besuche, alles natürlich auch auf den eindeutigen Kunden zusammenführen zu können. Nur dann machen auch ABC-Klassifizierungen Sinn, die meistens ja auch umsatzbasiert sind, dass man den Kunden dann eben auch mit allen seinen
mit allen seinen Datensätzen beachtet. Wir gehen dann weiter, nachdem wir das gemacht haben, und machen einen veredelten Kundenbestand in der Form, dass wir die Daten anreichern, dass wir sagen, jetzt holen wir uns Informationen hinzu, wie zum Beispiel, in welcher Branche operiert das Unternehmen, also der Kunde, unser Kunde. Ja, da setzen wir ganz klar auf den WZ-Code 2008 des Statistischen Bundesamts. Das ist ein zugrunde gelegte Einbranchung, die jederzeit übersetzbar ist in internationale Codes und die hier eine sehr gute Basis liefert. Dazu gehören Mitarbeitergrößenklassen, Umsatzklassen, Büroarbeitsplätze, ganz viele geografische Informationen, die wir quasi in diesem Kundenbestand rein veredeln. Dann haben wir natürlich durch die Analyse, werden wir auch gleich sehen, wir haben Kenntnisse über den Zielmarkt. Weiß der Kunde schon, in welchem Zielmarkt er operieren will, dann können wir das anlegen. Wenn er das noch nicht weiß, dann helfen wir auf beschreibenden Merkmalen auch, einen Zielmarkt zu definieren, einen Zielmarkt zu fokussieren und dann eben auch seinen Kundenbestand und seine Potenziale auf diesen Zielmarkt zu reduzieren und überschneidungsfrei darzustellen, dass er eben auch seine Neukunden- und Restpotenziale sieht. So, dann sind wir hier schon eins weitergesprungen, laufende Aktualisierung. Wir wissen aus unserer Arbeit der letzten 20, 30 Jahre, ein Siebtel des deutschen Marktes ist ständig in Veränderung. Das heißt, Gewerbeanmeldung, Gewerbeabmeldung und Umfirmierungen, Umzüge, Insolvenzen, alles, was dazugehört. Das heißt also, für uns ist es, was die Vertriebssicht angeht, absolut wichtig, laufend natürlich auch auf aktuelle Daten zugreifen zu können, um zu erkennen, wo fällt mir Potenzial weg, was ich nicht mehr ansprechen muss, weil es gar nicht mehr relevant ist. Wo haben Unternehmen den Zielmarkt verlassen, weil sie sich in anderen Branchen mittlerweile aufhalten? Kommen neue Unternehmen dazu, die jetzt neu in diesem Zielmarkt, in dieser Branche beispielsweise operieren? Sind Kunden weggezogen? Sind sie hergezogen? Und so weiter. Das heißt, die laufende Aktualisierung immer zu sehen, wie verändert sich mein Bestand und wie verändern sich auch meine Potenziale? Gibt es Neugründungen, wo wir explizit ein Auge drauf legen können, weil die vielleicht auch einen entsprechenden Bedarf haben? Das heißt, dieser Kreis, den wir hier darstellen, das zahlt am Ende alles auf die Datenqualität in Ihrem CRM ein und dann kann das CRM-System seine Mächtigkeit in der Analyse ausspielen und dann ist sichergestellt, dass die Ergebnisse, die bei einer Analyse rauskommen, auch wirklich belastbar sind. So, das ist das Thema Data Quality Management gewesen. Über das Thema Anreicherung haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Mit dem Punkt Anreicherung hier ist noch ein anderer Aspekt gemeint. Wir sind natürlich auch in der Lage, spezielle Unternehmensbereiche in Form von persönlichen Ansprechpartnern hier anzureichern. Das heißt also, wenn Sie in der Vertriebsarbeit sagen, wir haben hier Produkte, wo im Speziellen die IT-Abteilungsleiter oder die IT-Entscheider die Hauptansprechpartner sind, dann können wir die Mengen auf diese Ansprechpartnermenge, auf die Unternehmen mit diesen Ansprechpartnern reduzieren und so weiter. Habe ich es eben schon gesagt, wir setzen hier ganz klar auf das Thema WZ-Code-Systematik, weil man dann wirklich die Kunden segmentieren und bewerten kann. Wir schaffen also eine ganz andere Sichtweise in die Kunden. Wir werden auch gleich sehen, wie das aussieht. Ich möchte den Blumenstrauß gerade noch mal ein bisschen weiter durchgehen. Wir haben einerseits durch die Datenqualität, die wir im Hintergrund schaffen, und andererseits auf Basis des FIS-Systems, was wir auf Basis der Zoho-CRM-Technologie gebaut haben, haben wir wirklich einen Fokus auf das Thema Direktmarketing gelegt. Jetzt wird man vielleicht ein bisschen belächelt. Also wir kommen aus der ganz alten Direktmarketing-Welt. Wir haben noch Mailings, 20, 30.000er Mailings gemacht zu unserer Anfangszeit, die dann verschickt wurden für den Kunden. Das ist heute nicht mehr State of the Art. Trotzdem sind die Direktmarketing-Ansätze
die seitdem Gültigkeit haben, heute auch immer noch wichtig. Warum? Weil eine normierte Adresse ist auch heute noch wichtig. Ein normierter Firmenname, der für auch Marketing und Kampagnen auch nutzbar ist, das ist wichtig. Und wir generieren hier aus dem System eine automatisierte Briefanrede, eine automatisierte Etikettanrede und ein automatisiertes Etikett, was Sie in einer Serienbrieffunktion verwenden können. Jetzt werden Sie sagen, wie gesagt, wir wollen eigentlich gar keine Mailings mehr verschicken. Ja, aber auch Rechnungen sollten mit einer korrekten Firmierung und einem korrekten Ansprechpartner versehen sein. Und wenn Sie die nicht per Post verschicken, sondern vielleicht sogar digital aus dem System aus einem PDF, trotzdem muss das alles sauber vorbereitet und sauber formatiert sein. Und hier liefern die heutigen CRM-Systeme leider noch nicht ganz das, was wir an Anspruch haben als Direktmarketing-Pioniere, was die Qualität angeht. Lassen Sie uns weitergehen zu dem Thema Bestandsdatenanalyse. Ich habe es eben schon angesprochen. Auch hier habe ich ein bisschen was mitgebracht. Die Bestandsdatenanalyse. Wie sieht das aus? Wie machen wir das? So, wir kennen den deutschen B2B-Markt, weil wir den schon über 15 Jahre, über 20 Jahre, zweimal im Jahr monitoren. Wir wissen, wie sich der Markt bewegt. Das heißt, wir haben die Kenntnis über die Segmentierung des Marktes. Wir nehmen Ihre Bestandskunden, nennen wir es mal, wir analysieren sie smart. Das heißt also, wir reichern sie an mit verschiedensten Informationen, wir veredeln sie und machen sie dann segmentierbar und machen sie auswertbar. Das heißt, mit diesem Vorgehen machen wir aus Ihren Firmenstammdaten, machen wir Firmenprofile. Firmenprofile mit Hilfe dieser externen Daten, wo wir im Prinzip clustern können und können ähnliche Kunden gruppieren, um dann die Lookalikes im Markt zu identifizieren, die Sie noch nicht kennen. Also quasi die Kunden zu erkennen, wo Sie heute schon sehen, da haben Sie gute Vertriebs- und Verkaufserfolge erzielt und wir können Ihnen diese zeigen, im Restkunden oder im Restpotenzialsegment, die Sie noch nicht kennen, die aber genau diesen Profilen entsprechen. Und das ist ein Thema, ich denke, da wird jeder Vertriebsleiter sagen, oh, das ist durchaus interessant, das kann man sich mal anhören. Jetzt muss ich nochmal zurück. So, dann sind wir hier beim Thema Fremdschlüsselverwaltung. Da wir uns jetzt sehr intensiv auch mit dem Aufbau unseres FIS-Systems beschäftigt haben. Man steht immer vor einer kleinen Herausforderung. Sie sind mit Ihrem CRM-System wahrscheinlich nicht alleine in der Firma unterwegs. Wir haben, also wenn wir alles aus Zoho heraus nutzen, was die Idealvorstellung ist, dann ist das alles miteinander vernetzt, aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. Sie haben ein SAP-System, Sie haben ein Personio, Sie haben ein Outlook. Sie haben vielleicht ein Abrechnungssystem, ein Besuchssystem. Das heißt, wenn Sie auf Knopfdruck die Kundendaten in kompletter Breite wollen, wird das meistens, das ist unsere Erfahrung aus den vielen Kundenprojekten, nicht funktionieren, weil die Daten in verschiedenen Quellen gespeichert sind. Und bevor wir in der Analyse dann starten können, müssen wir erstmal gucken, dass wir diese ganzen Daten irgendwie abgleichen, zusammenbringen, damit man überhaupt mal die Sehschärfe hat, da loslegen zu können. Das heißt, wir haben jetzt, um dem vorzugreifen, wenn diese Arbeit einmal gemacht ist, haben wir ein Fremdschlüsselverwaltungssystem gebaut, was genau, wenn die Unternehmen und die Stammdaten in den verschiedenen Systemen einmal identifiziert sind, dass wir im FIS-System, im Zoho CRM-System ein extra Modul gebaut haben mit einer Fremdschlüsselverwaltung, wo wir sofort sehen können, der Datensatz, der Stammdatensatz in unserem CRM-System entspricht der und der Nummer im angeschlossenen System. Hier können sofort Matchings hergeleitet werden und das erleichtert und beschleunigt die tägliche Arbeit im Vertrieb ungemein. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie träge das manchmal ist, wenn Sie die Daten vom Kunden brauchen und diese Informationen nicht vorliegen. Und das verzögert im Prinzip solche Analyseprojekte. Und das ist eben toll, wenn man das auf Klick hat und das sauber gepflegt ist.
So, jetzt muss ich wieder ein bisschen springen. So, wie sieht das aus? Einfach, um das mal ein bisschen mit Leben zu füllen. Was die Kunden heute ganz oft kennen, ist, sie wissen, wie viele Kunden sie haben, wie viel Umsatz sie haben. Dann kann man hier einen durchschnittlichen Umsatz ausrechnen. Also alles, was Sie hier unten sehen, das ist so ein klassischer Projektfall gewesen, wo ich gesagt habe, was wissen Sie über Ihre Kunden? Was brauchen wir für die Analyse? Was brauchen wir für die Planung? Wo wollen Sie sich hin entwickeln? So, und das war erstmal relativ mager. Nachdem wir jetzt dieses ganze Prozedere, was ich Ihnen gerade vorgestellt habe, durchgespielt haben, ist es uns gelungen, das hier aufzugliedern. Und zwar in Form, dass wir über die Branchencodes, also wir reden hier über 1500 verschiedene Einzelbranchen, die wir hier auf 8 MAFO-Branchen verdichtet haben. Und hier in verschiedene Mitarbeitergrößenklassen haben wir das Ganze aufgespreizt und schaffen es, aus dieser Kennzahl hier unten eine wirkliche Segmentierung zu machen, wo wir im ersten Schritt dem Kunden auch sagen können, hören Sie, schauen Sie sich die Ergebnisse an. Wissen Sie, dass 20% Ihrer Kunden, 47, also sagen wir mal, ein Viertel der Kunden machen die Hälfte des Umsatzes. Wissen Sie das? Ist Ihnen das überhaupt bewusst, dass wenige Kunden viel Umsatz machen, dass natürlich eine ganz klare Gefahr der Abhängigkeit auch besteht und dass man im Prinzip sich schon überlegen muss, welche Maßnahmen sind alleine hieraus denn schon sinnvoll durchzuführen? Breiter aufstellen, Umsatz sichern, Bestandskunden ausbauen, neue Kunden gewinnen. Aber immer die Frage, aber welche? Was sind denn die wichtigen Kunden? Was sind die richtigen Bestandskunden, auf die ich mich fokussieren muss? Was sind die richtigen Neukunden? Wo kriege ich die her? So, das heißt also, hier sind wir wieder bei dem Thema. Eine gute Datenqualität ist das A und das O. Was wir hier gleichzeitig sehen, die Veredelung und die neuen Erkenntnisse ist, es reicht nicht zu sagen, ich habe 24.000 Euro Durchschnittsumsatz pro Jahr mit dem Kunden, ja, weil man, wenn man in die Segmente hier mal reinschaut, sieht man, wir haben hier ein Segment in der Telekommunikation mit 1 bis 49 Mitarbeitern. Da sind 39 Bestandskunden gelistet, die machen 1,6 Millionen Umsatz. Und hier hat man schon einen Durchschnittsumsatz von 41.000 Euro. Und geht man hier die Liste weiter, hier haben wir sogar 44.000 Euro Umsatz, hier haben wir 60.000 Euro Umsatz, hier haben wir sogar 186.000 Euro Umsatz. Das sind erste Erkenntnisse aus der Datenanalyse und die sind natürlich für Marketing und Vertrieb extrem wichtig. So, wenn wir das jetzt projizieren auf die Marketingaktivitäten, dann bedeutet das, wir haben jetzt hier, unten sieht man es, wir haben das Einzugsgebiet des Kunden mal abgegrenzt. Und in diesem Einzugsgebiet, das ist ein regionaler Ansatz gewesen, sind 580.000 Firmen. So, kein Unternehmen wird 580.000 Firmen akquirieren wollen. Das ist viel zu viel. Die sind auch nicht alle interessant. Jetzt geht es darum, mal sich zu fokussieren und zu sagen, wir haben ja hier gesehen, dass hier zum Beispiel die Top-Performer aus dem Bestandskundenbereich herkommen. Und wenn man sich jetzt mal genau dieses Segment hier rauspickt, dann sieht man im Unternehmensbereich 100 bis 249 Mitarbeiter aus dem Bereich der Telekommunikation, dann reduziert sich das hier auf, ich sag mal, rund 2600 Firmen. Ja, und hier kann man jetzt schon wirklich eindeutig adressierbares Potenzial, gegebenenfalls mit internen Ansprechpartners übergeben, beschaffen und hier die Vertriebs- und Akquisemaßnahmen steuern. Das Ganze sieht am Ende so aus. Das sind die Learnings, die wir aus diesem Thema schon rausnehmen können, dass ich einerseits ein aktives Bestandskunden-Upselling fokussieren kann, weil ich die Top-Segmente identifiziere, weil ich weiß, wie viel Durchschnittsumsatz in diesen Top-Segmenten gemacht wird und ich natürlich jedes einzelne Unternehmen aus diesem Segment kann ich natürlich gegen diesen Durchschnitt auch benchmarken und dann kann ich sofort erkennen, was sind die Treiber in dem Segment. Aber was sind auch die, die unterperformen? Hier in diesem Fall von diesen 37 war das Ergebnis, dass 31 viel weniger als 49.000 Umsatz machen und 16 sogar weniger als 15.000. Das heißt, in diesen 37 Kunden stecken 16 drin, die weniger als 15.000 Euro Umsatz machen, obwohl das Segment an sich sehr gut läuft. Das heißt, man kann sich hier fokussieren, man kann hier
wenn man das Ganze auch entsprechend einer Gebietsoptimierung, wenn man genau, also das spielt normalerweise dann einher, dass man genau weiß, welcher Account Manager ist denn für diese 16 oder welche Account Manager, sind wahrscheinlich mehrere, sind denn für diese 16 Kunden verantwortlich. Das heißt, jeder Account Manager kennt die Kunden, die er angehen muss und kann in eine direkte Umsetzung gehen. Und das Ganze steuerbar, planbar, nachvollziehbar. So, und das Thema natürlich auch alternativ Neukundengewinnung. Wenn wir wissen, wir haben, das sind diese Lookalikes, die ich gerade besprochen habe, wenn wir Top-Segmente kennen, die super gelaufen sind, und wir wissen jetzt hier über die Auswertung, wie viel Restpotenziale noch im Markt und in unserem Einzugsgebiet sind, dann ist es doch total toll, dass wir sagen, okay, wir beschaffen diese 57, wir übergeben die ins Marketing und in die Marketing und in die Vertriebsmaßnahmen. Das sind eindeutig adressierbare Adressen und die Neukundengewinnung und die Kampagnen können sauber darauf aufgesetzt werden. Und auch hier wieder, jeder Account Manager kennt am Ende seine Prospects, wo er in der Akquise starten kann. So, das sind so die Konzepte im Hintergrund. Und jetzt nur einen ganz kleinen Ausblick, wie wir das Ganze, was ich Ihnen vorgestellt habe, was man natürlich auch immer außerhalb eines CRM-Systems in der Analyse machen kann, aber was jetzt quasi alles zusammenfließt in unsere CRM-Lösung, ja, in unsere FIS-Lösung. Heißt, wir haben vorhin, habe ich Ihnen etwas überzählt, über Direktmarketing geeignet. Das heißt, Sie haben hier komplette Informationsdaten. Wo kommt die Person her? Zu welcher Firma? Wie ist die Person erreichbar? Wie ist er in Abteilung und Position qualifiziert? Was haben wir für Anspracheinformationen? Ja? Welche Visitenkartenposition hat er? Ganz wichtig auch, wie sind die akademischen Titel, Kurztitel, Langtitel? Weil das ganz wichtig ist für die Steuerung, wie ich es Ihnen vorhin auch gezeigt habe, für die Briefanrede, für die Etikettanrede und am Ende auch für das Etikett, was in der Adressierung eingedruckt wird. Abhängig von einer Privatadresse, von einer Geschäftsadresse, wird sich das hier automatisch generieren. Das heißt also, wenn wir jetzt hier eine Geschäftsadresse eingeben, dann wird natürlich hier die Geschäftsadresse gelistet und die Ansprache ist über die M&L Aktiengesellschaft und natürlich hier auch mit dem entsprechenden, mit der Visitenkartenposition. Das heißt also, diese Informationen, die fließen hier ein. Dann, wenn wir über Marketing und Vertrieb sprechen, haben wir hier die Vertriebschancen im Überblick. Ja? Das heißt, wir haben alle Vertriebschancen gelistet. Wir wissen, in welcher Stufe uns wir befinden. Wir wissen, ob das ein existierendes oder ein Neugeschäft ist. Ja? Wir kennen hier entsprechend die Beträge. Wir kennen die Abschlussdaten. Das heißt, das kommt alles ins System rein. Das wird in Stufen nachgehalten. Das ist ein Stufenmodell. Da geht nichts verloren. Das ist eine total tolle Sache. Ich habe Ihnen die Tabelle eben gezeigt mit der Aufgliederung, was wir quasi out of the box gemacht haben. Das haben wir jetzt hier in das System integriert, nämlich die WZ-Code-Segmentierung nach Mitarbeitergrößenklasse und nach der MAFO-Branche. Das heißt also, diese Informationen packen wir in das CRM-System mit rein und diese Auswertung kriegen Sie hier auf Knopfdruck, nämlich in dem Dashboard. Mit dem Unterschied, dass hier aber eben die Daten belastbar im Hintergrund sind, weil sie ständig gepflegt sind, weil sie vollständig sind, weil sie von dem gleichen Datenstand sind, weil sie der gleichen Logik gehorchen. Das heißt also, hier sind nicht Branchenkodierungen vermischt, sondern das ist aus einer einheitlichen Quelle. So, und das sind Sachen, die können out of the box am Ende mit dem System natürlich dann zu entsprechenden Erfolgen führen. So. Hier habe ich nochmal aufgelistet, wie so ein Fremdschlüsselverwaltungssystem aussieht. Hier, wir haben es mal genannt, Fremdschlüsselverwaltung mit PEP. Das heißt, wir haben zu einem Firmendatensatz, den wir im CRM haben, ja, haben wir hier Fremdschlüssel, die wir hier konnektiert haben. Wir wissen, aus welchem System das kommt, ob das aus dem Aurea, B-Direkt, Kreditreform, ob das aus dem Datov, Palterei, PAN-Adresse, Personio kommt. Wir wissen, in dem Fall sind es Firmenrelationen. Ja? Das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, sofort den Primary Key aus dem angeschlossenen System zu sehen und hier auf Knopfdruck eigentlich entsprechende Analysen zu machen. Das ist das, was ich Ihnen heute in Kurzform darstellen wollte. Wenn es darum geht, das Ganze jetzt
ein bisschen mehr mit Leben zu füllen, dann würde ich mich freuen, wenn wir in bilaterale Gespräche absteigen können. Kontaktieren Sie mich, kontaktieren Sie den Kai. Und ich bin gerne bereit, dann auch einen Einblick mal zu geben in das Live-System und vielleicht auch das, die ein oder andere Frage zu beleuchten, die jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist.